Und wieder recht herzlich willkommen hier wieder zurück auf unserem Kanal zu einem kleinen Playable Teaser. Und zwar spielen wir heute Eleanor's Stairway. Das ist ein ganzer Playable Teaser oder Playable Demo, wie man es auch immer betiteln möchte. Und es gibt auch nicht wirklich eine Story dazu. Wir werden hier direkt ins Game reingeschmissen. Und ja, ich würde sagen, lass uns mal schauen, was uns hier so Schönes erwartet, außer ein wunderschönes Meeresrauschen. Lass mich doch träumen. Ja, ich lass dich gerne träumen. Ich glaube, das ist ein Sturm, wenn man so aus dem Fenster schaut. Ja, es ist... Gott. Okay. Also hier wurde auf jeden Fall... Ja, ich würde jetzt sagen, Party hart gemacht. Irgendwie haben die Jungs und Mädels, Eltern waren weg, haben gesagt, jo, ich mach mal hier eine richtig dicke Party, lad die ganze Schule ein und so sieht's denn danach aus. Genauso. Ne, dass die Dosen einfach runterfallen. Super nice. Und meistens ist es ja so, wenn man so eine Hauspartys gefeiert hat, ne, wenn man selbst der Eigentümer war, die Kumpels waren auf einmal alle weg, wenn es darum ging, aufzuräumen, ja, um Reine zu machen und so. Alles okay mit dir? Also, ich helfe dir beim Aufräumen. Nach der Party, du musst nicht traurig sein. Also, okay, wir gehen einfach weiter. Okay. Das Spiel stresst dir überhaupt nicht. Hör mal auf! Was ist denn, warum heulst du mir denn? Hallo? Hallo? Okay, wir gehen weiter. Das Spiel stresst ja einen gleich auf. Was ist hier los? Ich hab dir gesagt, ich helf dir. Ich mach mal ganz kurz ein bisschen leiser für euch, Chat, weil es ist ja mega laut. Also, ey, komm. Wir können. Jeder schnappt sich eine Mülltüte. Verstehst du? Jeder. Der eine die Dosen, der andere die Flaschen und so. Und dann ist easy. Easy peasy. Kriegen wir das alles geregelt? Oh, PT Stairway, ja. Aber ich. Also. Okay. Also. Okay. Leider hat sich noch nichts dazu getan, dass irgendwie ein bisschen aufgeräumt wurde. Dafür sind die Lichter jetzt ausgemacht worden. Vielleicht um den Dreck zu verheimlichen. Wer weiß? Ja, wer bist du denn jetzt? LOL, jetzt ist jetzt hier Hide and Seek oder was angesagt? Nee. So auf Nacken. Ich stehe nicht so auf Nackenkraulen. Können wir. Hallo? Das muss doch jetzt nicht. Alles gut? Also, oh nee. Das war jetzt das ganze Spiel? Okay. Ja. War kurz, knapp und knackig. Ich danke fürs Einschalten. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Und ansonsten gerne ein Like da lassen, ein Abo da lassen. Und wir sehen uns bei der nächsten kleinen Folge. Bis dahin. Reingehauen. Willkommen, mein Name ist Steve. Mein Name ist Steve. Wir spielen heute den neuesten Titel von Stefano Cagnani. Oder wie heißt? End Survivors. Let's do it. Ja. Steve, hast du auch noch eine PC für private Nutzung? Nee, irgendwie nicht mehr. Und wir sind... Emergency, wir sind Ripley und haben hier einen Flammenwerfer und müssen anscheinend uns wehren. Oder von A nach B, ich habe keine Ahnung. Wir gucken mal. Wo müssen wir hin? Hier lang? Ja, das sieht schon mal auf jeden Fall ganz nett aus, irgendwie. Ich meine, es ist halt auch immer nur ein Typ, der das macht.
Aber von daher. The detonation will be. Ach, schön, 10 Minuten. Schön. Alter, ich war kurz ein bisschen irritiert irgendwie, weil jetzt gerade meine Grafikkarte abhebt hier. Und dabei richtig fies klingt. Alter, es ist so laut, das Game, ey. Es ist so laut. So, der Flammenwerfer ist halt irgendwie nicht so richtig geil. Ah, jetzt haben wir's. Schön, okay. So, wo muss ich denn hin? Oh, Alter. Der Sound knechtet gerade richtig ab. Klingt echt, die Grafikkarte klingt gerade echt nicht gesund, Alter. Das klingt wie ein Hubschrauber, der gerade abhebt. Und das Ding ist so laut, Alter. Das ist so laut, so. Haha. Lauf ich überhaupt richtig? Ich habe ja keinen Plan, wo ich hin muss. Ist ich hier? Nein, hier sind Rohre, hier kann man nicht vorbei. Spind, schön. Schnell mal einen Spind verstecken. Ah, hu, hu, hu. Alter, so, und hier bezieht. You're safe. Alter, das hört sich, die Grafikkarte hört sich richtig an. Ja, ihr Lieben. Ich habe, es ist tatsächlich ein Spiel, was sonst 15 Stunden lang geht, aber ich habe es einfach in 3 Minuten durchgespielt. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne bitte einen Daumen nach oben da. Falls ihr den Kanal nicht abonniert habt, lasst doch bitte ein Abo da. Helft den Kanal zu wachsen und wir sehen uns zum nächsten Facehugger-Party-Setting wieder. Bis dahin, stay safe. Ciao.